Guten Morgen, liebe Zuschauerinnen, guten Morgen, liebe Zuschauer, guten Morgen, Werner. Guten Morgen, Michael. Ich grüße alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben uns heute zusammengefunden zu einem ganz aktuellen Thema, die Grippewelle 2018. Es ist ja durch die Medien gegangen, von den Krankenkassen wird ein Dreifach-Impfstoff, also mit drei Inhaltsstoffen, dieser Impfstoff wird zur Verfügung gestellt. Es ging durch die Medien, der wirkt gar nicht. Es gibt dort auch einen Impfstoff, also mit vier Bestandteilen, der soll wohl funktionieren, aber wiederum auch bestätigt durch das Robert-Koch-Institut, bevor dann der Schutz eintritt, vergehen 4 bis 5 oder 6 Wochen und dann dürfte eigentlich die Grippewelle durch sein. Und in Vorgesprächen mit Interessenten war die Frage, okay, dieser Impfstoff, der Dreifach funktioniert nicht. Das haben alle bestätigt. Die letzten Meldungen, wir haben circa 35.000 Neuerkrankungen mit der Grippe täglich. Wie gesagt, auf der einen Seite, wir haben sozusagen dort den Impfstoff der Krankenkassen, das haut nicht hin. Und da wurde ich halt gefragt, Mensch, was haben wir denn für Alternativen, um uns vor dieser Grippewelle zu schützen? Eventuell präventiv vorzugehen. Werner, das ist das heutige Thema, das ist sehr, sehr aktuell. Wie ist deine Sicht auf die Dinge? Also meine Sicht ist ja die eines klinischen Strahlenphysikers, der sich damit beschäftigt, Menschen zu informieren, was es für Methoden gibt, um Leben ohne Krankheit zu ertragen. Und wenn wir heute über so etwas Wichtiges sprechen wie Grippewelle 2018, dann sprichst du von der Grippewelle. Und das ist so bedeutend und leider hat sich das so eingeschliffen in den industrialisierten Ländern, dass wir eigentlich zwei Grippewellen mindestens haben. Denn wir haben jetzt eine im ersten Quartal des Jahres und wir haben garantiert Ende desselben Jahres, also im vierten Quartal oder auch schon Beginn im dritten Quartal, wieder eine Grippewelle. Also haben wir mindestens zwei. Und wenn ich das höre, dass wir solche Maßnahmen ergreifen, die sicherlich auch sehr aufwendig sind, mit dem Impfen, dann wissen wir, und die Zahl 35.000 Neuerkrankungen täglich, es bedeutet nicht nur, wie stark dass die Grippewelle umhergeht, sondern das bedeutet auch, wie wenig wir anrichten mit unseren Maßnahmen, mit den Impfungen. Wir erreichen scheinbar nichts oder zumindest nur wenig. Also ich denke, dass wir heute über was sehr, sehr Wichtiges sprechen und das ergibt sich eigentlich daraus, dass man, wenn man diese Zahlen hört, dass man unbedingt etwas verbessern muss. Und wenn man den gesunden Menschenverstand einschaltet, dann kann man sich ja mal ansehen, wie solche Parasiten, solche Infekte, bakteriell und viral, wie die ablaufen. Und dann kann man sich auch mal ansehen, was es dort für Alternativen gibt. Es muss die Alternativen geben und das Erfreuliche ist, es gibt sie auch. Nee, das ist ja das Wichtige, Werner. Also wir wollen heute jetzt nicht die Krankenkassen und den Impfstoff bewerten oder belehren. Wir haben eine seltsame Situation. Es gibt so viele Neuerkrankungen, diese Wirkstoffe, Impfstoffe, das funktioniert nicht. Und wie gesagt, in den Vorgesprächen mit Interessenten, was haben wir wirklich für Alternativen? Ich meine, was du gerade gesagt hast, dass eventuell im vierten Quartal die nächste Welle kommt. Das ist schlimm, aber wir sollten uns jetzt erstmal auf diese aktuelle Welle konzentrieren und den Zuschauerinnen und Zuschauern Alternativen bieten. Ja, ich bin ja ein Fan davon, das hat sich ja sicherlich rumgesprochen, dass man individuelle Lösungen sucht. Individuelle Lösungen aus der Not geboren, weil die in unserem Gesundheitssystem getroffenen Maßnahmen, Beispiel Grippe, Beispiel täglich 35.000 neue Erkrankungen mit Grippe und Erkältung, Infektionen, zeigt, dass wir mit den gesellschaftlichen Maßnahmen des Gesundheitswesens nicht zurechtkommen. Warum das so ist, wissen wir. Unser Gesundheitswesen ist orientiert auf Profit. Und das ist natürlich mit Impfstoffen sehr gut zu machen. Und dort lässt sich das eben sehr, sehr gut auch noch begründen, den Umsatz zu erhöhen, wenn wir über so große Zahlen reden. Und da wir dort nichts machen können an dem System, profitorientiertes Gesundheitswesen, ich bin der Meinung, wir haben nicht die Macht dazu,
orientiere ich auf individuelle Maßnahmen. Da kann man vorbeugend tätig sein, zum Beispiel Infektionen nicht weiterzugeben, sich nicht zu infizieren, Hände schütteln weglassen, auch besonders in dieser Grippezeit, dass man Wechselbäder macht, dass man regelmäßig die Sauna besucht, dass man in den Wald geht, in die frische Luft geht, dass man sozusagen die negativen Sauerstoffionen in seinem Körper erhöht und einen besseren Schutz hat, dass man, wir haben das letztens einmal gesagt, allein durch den Aufenthalt von einer Stunde im Wald täglich, dass man dadurch die Anzahl der Killerzellen um 50% erhöht, also massiv aktiv tätig ist, um die Abwehrkräfte zu stärken. Aber wir haben auch den anderen Weg, dass wir die Parasiten schwächen. Das ist auch möglich. Also auf diesem Wege vorgehen. Und ich will noch etwas sagen zur Infektionsherden. Ich bin selbst geschäftig sehr häufig mit dem Auto, mit dem Pkw unterwegs. Und wenn man dann auf Raststätten die Toiletten besuchen muss, dann findet man dort Händetrockner. Das sind Exhauster, also Ventilatoren. Bitte nicht benutzen. Also lieber die Hände nass lassen nach dem gründlichen Händewaschen. Nicht benutzen, denn diese Exhauster, die verteilen natürlich gerade an diesem Ort Toiletten, öffentliche Toiletten, dort befindlichen Erreger um ein Vielfaches. Okay. Das heißt, deine Empfehlung, Bewegung an der frischen Luft, okay, auf den Raststätten die Händetrockner nicht benutzen, das mag schon hilfreich sein. Was kann ich tun, wenn ich die sogenannten Symptome wahrnehme? Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Mattigkeit, Müdigkeit, eventuell auch der heiße oder warme Kopf. Was sollte ich tun? Also jetzt wieder kein ärztlicher Rat. Sie sollten zum Arzt gehen, wenn Sie ärztlichen Rat brauchen. Aber der gesunde Menschenverstand sagt, wir müssen dort an der Stelle, wenn die Symptome eintreten, hauptsächlich reagieren, indem wir die Parasiten schwächen. Da gibt es einige Möglichkeiten. Ich werde es gleich erläutern, auch sehr, sehr vorteilhafte und effektive Möglichkeiten. Auf jeden Fall früh genug reagieren. Und bloß zum Fieber noch etwas. Überall wird gleich immer werden Empfehlungen gegeben und da gehören auch ärztliche Empfehlungen dazu und ärztliche Anordnungen dazu, dass man das Fieber senkt. Denken Sie bitte daran, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Fieber eine gewollte Reaktion des Körpers ist gegen die Erreger. Eine gewollte Reaktion. Und man sollte schon ein Fieber in Grenzen natürlich, zeitlichen und auch in Temperaturgrenzen, einige Zeit ertragen. Denn das ist eine der besten Reaktionen, die der Körper gibt. Das war also, wie gesagt, kein ärztlicher Rat, sondern ein Rat, der aus dem gesunden Menschenverstand entsteht. So, und wenn wir ganz kurz zum Thema Fieber. Du sprachst von Grenzen, die wir erdulden bzw. ertragen sollten. Gib mir mal ein Gefühl für eine Grenze. Also ich sollte eine Temperatur bis 40 Grad ertragen? Und das sagen wir mal 39 Grad oder 39,5 Grad Celsius sollte der Erwachsene, der ansonsten keine einschneidende andere Infektion hat, sollte der ertragen. Und das vielleicht 2-3 Tage, denke ich. Da sollte sich keine Gedanken machen. Das Fieber verbessert seine Situation wahrscheinlich sehr, sehr gut. Okay, alles klar. Ja, nun gibt es die nächste Variante. Deine Frage ist, was macht man bei Symptomen? Und ich hatte die beantwortet mit dem Bereich Stärkung des Immunsystems. Da gehört aber auch die relative Stärkung des Immunsystems dazu. Und so bezeichne ich Körperpflegemaßnahmen, die die Angreifer, nämlich die Parasiten, nämlich Bakterien und Viren, hauptsächlich in dem Fall der Grippe, dass die geschwächt werden, eliminiert werden, wieder in Balance gebracht werden. Denn eine Erkrankung hängt immer damit zusammen, dass Parasiten aus der Balance geraten sind, in dem Milieu, in dem auf Zellebene sich die Erkrankung ausbreitet. Und wir haben dann dort eine Symbiose zwischen Parasiten und der Erkrankung. Und wenn wir von der Grippeerkältung absehen, dann gehören zu den Parasiten nicht nur die Bakterien und Viren, sondern auch Würmer und Pilze. Und wenn wir die in die Schranken verweisen, mit herkömmlichen Mitteln, dann sind wir auf der guten Seite. Und damit meine ich, Frequenzverfahren einzusetzen, Frequenzverfahren zum Beispiel nach Dr. Rife,
Nun war das bis vor wenigen Jahren nicht möglich im privaten und persönlichen Bereich. Und wir machen ja hier eine individuelle Empfehlung. War es möglich, diese Geräte zu erwerben und im häuslichen Bereich anzuwenden? Das hat sich geändert. Seit ungefähr 2 Jahren gibt es dort Lösungen, die jeder Haushalt, jede kleine Firma bezahlen kann. Und die Lösung ist gegen Grippe und Erkältung, aber auch gegen viele, viele, viele andere Erkrankungen in dem Sinne, dass wir es nicht mit der Technik nach Dr. Reif heilen, sondern wir machen eine Körperpflege. Wir zerstören die Disbalance der Parasiten. Und jetzt, um wieder auf die Grippe und auf die Erkältungswelle zurückzukommen, wir stören die Parasiten, Bakterien und Viren in dem Maße, dass unser Immunsystem stark genug ist, uns in wenigen Stunden oder Tagen zu heilen. Wir haben da verschiedene Berichte dazu, dass es bei einigen, die ganz schwer schon angegriffen sind durch Grippe, grippalen Infekt, die nach 2 Stunden wieder total fit sind von den Symptomen. Es gibt aber auch welche, die brauchen 2 Tage dafür. Alles klar, das ist dann wahrscheinlich je nach Befall sozusagen zeitlich zu unterscheiden. Das heißt, ich fasse mal ganz kurz deine Empfehlung zusammen. Also viel Bewegung, auch in der frischen Luft. Du empfiehlst auch den strikten Aufenthalt oder den konsequenten Aufenthalt im Wald. Du sprachst von einer Stunde. Ne? Täglich, ja. Täglich, das ist natürlich auch ein entsprechender Aufwand. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, wie einige Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt reagieren. Oh Gott, wo soll ich die Zeit hernehmen? Aber es ist natürlich Ihre Gesundheit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dort auch präventiv etwas zu tun. Das Immunsystem zu stärken, so habe ich das Ganze verstanden. Werden Symptome wahrgenommen? Sind die Parasiten im Körper und entfalten ihre Wirkung? Dort mit der Frequenztherapie nach Rife entsprechend den Körper pflegen und die Parasiten bedrängen. Das ist so kurz die Zusammenfassung von dem, was du dort empfiehlst, Werner. Im Bereich der Ernährung, gibt es da von dir Tipps? Wir hören ja auch sehr oft, Vitamin C entfaltet immer sozusagen eine positive Wirkung. Das heißt, viele Zitronen essen, beziehungsweise den ausgedrückten Saft trinken, beziehungsweise Äpfel, Obst, Gemüse. Gibt es da von deiner Seite Empfehlungen in diesem Bereich? Ja, zur Ernährung würde es natürlich eine ganze Menge geben. Das hatte ich vorhin in meinen Aufzählungen nicht deutlich genug gesagt. Natürlich ist Vitamin C dort das super Heilmittel. Vitamin C ist auch das Supermittel, sich vor einer Infektion zu schützen. Ganz klar aus der Fähigkeit, aus dem Vitamin C heraus Antioxidantien darzustellen, genügend Redox-Prozesse einzuleiten. Und wir sehen ja, berichtet von den Menschen, die regelmäßig Vitamin C in entsprechend hohen Dosen einnehmen, also 5 bis 6 Gramm, vielleicht noch mehr täglich, was sie oral einnehmen. Wir hören ja von denen, dass sie sinnvollerweise feststellen, wenn sie von einem Infekt bedroht sind, beziehungsweise der Infekt anfänglich, so wie du es beschrieben hast mit den Symptomen, dass der bei einem selbst zu entdecken ist, dass dann diese Grenze und der Bedarf an Vitamin C viel, viel höher ist. Also aus eigenem Erleben kann ich auch sagen, dass man locker dann 37, 47 Gramm täglich oral einnimmt und es tritt kein Durchfall ein. Das bedeutet, der Körper braucht diese hohen Dosen Vitamin C. Empfehlenswerterweise wäre natürlich auch in dem Fall, wenn die Erkrankung schon zugeschlagen hat, dann sich das Vitamin C intravenös verabreichen zu lassen und von einem Arzt, der eben Bescheid weiß, was geeignete Dosen sind. Das sagen wir mal aus der Richtung. Die Zitrone bietet gar nicht so sehr viel Vitamin C, wie wir das ihr immer unterstellen, sondern die Zitrone hat ihre Stärke auf dem Gebiet der basischen Wirkung auf Zellebene. Und dort ist sie ein fantastisches auch Heilmittel. Wenn wir das mal vergleichen, zum Beispiel hat Vitamin C im Sauerkraut einen viel, viel höheren Gehalt, als das bei Zitronen der Fall ist. Aber die basische Wirkung von der Zitrone
eingenommen als Saft, ist natürlich dort enorm. Und vielleicht ein kleiner Tipp noch, die Zitronenkerne, die kann man noch einmal zerteilen und auskochen und dann diesen Tee aus Zitronenkernen zu sich nehmen. Auch ein hervorragendes Mittel, um antioxidativ wirksam zu werden. Dann danke ich dir, Werner, für deine Ausführungen zum Thema Grippewelle 2018. Unsere Darstellungen waren mit Sicherheit nicht abschließend. Es sollten erste Impulse für sozusagen mögliche Aktivitäten sein. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, sollte es dort weiteren Bedarf an entsprechender Konkretheit geben, lassen Sie mich das Ganze einfach wissen. Ich organisiere dann sehr gern mit Dr. Ulrich wieder ein Interview. Sie können ihn, ich denke mal, dem stimmt er auch zu, sehr gerne auch kontaktieren, wenn das ein oder andere Symptom bei Ihnen aufgetreten ist und Sie seinen Rat oder seine Unterstützung benötigen. Vielen Dank, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Vielen Dank, Werner. Ich bedanke mich auch.